Hallo und herzlich willkommen bei Seilspringen-Lernen.de. Heute mit einer neuen innovativen Springseilmatte von Pellet Falcon. Und zwar zur Verfügung gestellt für uns zum Testen. Und das werden wir jetzt gleich machen. Der erste Vorteil hier ist erstmal, die Springseilmatte ist natürlich erstens sehr schwer. Bei Winden wird sie hier draußen nicht wegfliegen. Der zweite Vorteil ist, sie ist etwas länger als andere Springseilmatten. Du wirst es nachher sehen. Man hat also auch die Möglichkeit, nach vorne und nach hinten sich zu bewegen. Einfach mal nicht immer nur auf der Stelle zu springen. Der dritte Vorteil ist, eine Oberflächen- und eine untere Beschichtung. Das heißt, sie ist zweifach beschichtet und sie soll Stahlspringseile aushalten. Die obere Schicht hält also Stahlspringseile aus. Das werden wir testen. Ich habe mir extra ein Stahlspringseil heute hier besorgt. Beziehungsweise hatte ich das noch in meinem Fundus der vielen Springseile. Die untere Schicht ist für die Dämpfung zuständig und hat noch einen weiteren positiven Aspekt. Und zwar den Aspekt, dass wenn du trainierst, hier natürlich beim Aufprall wieder entsprechend mehr Kraft aufwenden musst. Du musst also dann auch wieder hochspringen und da die Kraft also beim Aufprall absorbiert wird sozusagen, brauchst du mehr Kraft, um wieder hochzukommen. Und das erhöht den Trainingseffekt. Und wie das Ganze aussieht, das zeige ich dir jetzt. Viel Spaß dabei. Es gibt unter diesem Video auch noch einen Artikel verlinkt, wo alles nochmal genau aufgeführt ist. Aber lass uns jetzt loslegen. Viel Spaß und bis gleich. Du siehst also, es passiert wirklich nichts, oder ich sehe das zumindest. Ja, kann ich dir mal zeigen mit der Kamera. Das heißt, hier siehst du, gehe ich mal rüber und es ist nichts zu sehen. Ich werde das jetzt dann weiter testen über einen längeren Zeitraum. Und wir werden gucken, wie sich die Matte weiter schlägt. Auf alle Fälle erstmal sehr, sehr positiv ist da drauf, wenn du hier drauf stehst. Du hast dort also was wirklich sehr, sehr wert ist. Und man merkt auch, es lässt sich sehr, sehr gut springen. So, jetzt müsste ich das hier erstmal entwirren. Das werde ich aber nicht machen. So, das Springen ist sehr, sehr angenehm hier auf der Matte. Man landet dort logischerweise sehr leicht, ohne zu sehr zu versinken. Das hat natürlich den Vorteil, wie gesagt, der Dämpfung. Und der zweite Vorteil ist, dass du natürlich durch die Absorption, das heißt, wenn du also aufkommst, die Matte kurz zusammen geht und du aber dadurch mehr Kraft brauchst, um wieder abzuspringen. Und das Gute dabei ist, wenn du nächstes Jahr zum Oktoberfest möchtest, solltest du auf dieser Matte trainieren, denn dann hast du richtig was für deine Waden getan und kannst beim Oktoberfest alle rausstechen. So, du siehst, es lässt sich sehr, sehr angenehm springen. Auch natürlich andere Sprünge. Und mich interessiert natürlich gleich, wie die Matte aussieht, weil das, womit ich gerade springe, ist also wirklich ein Stahlspringseil. Ich zeige dir das noch mal kurz. Also ein Springseil ohne Kunststoffummantelung. Und also ich muss sagen, ich sehe nicht mal einen Kratzer hier auf der Matte. Und darum kann man laut Hersteller also auch die regelmäßig mit diesem Stahlseil bespringen. Ja, dann lass uns noch ein paar Sachen weitermachen. Ich verlinke dir noch einen extra Artikel unten in der Infobox zu dieser Matte, wo nochmal alle Einzelheiten dastehen. Und dann sage ich mal, viel Spaß auch du mit deiner neuen Springseilmatte, sicherlich von Pellet Falcon. Und los geht es.
Ja, das waren ein paar Doppelanker. Da werde ich noch weiter üben. Viel Spaß und bis zum nächsten Video. Dein René von Seilspringen-lernen.de. Bis dann und ciao.